Ja, da sind wir wieder. 365 Tage später am selben Ort in Duisburg, wo alles angefangen hat, Leute. Ich kann mich selber nicht ernst nehmen, ne? Ich weiß nicht, ob ich lachen soll. Aber Leute, das ist die Realität, ja. Das Leben geht weiter. Daran merkt ihr auf jeden Fall, dass wir in Duisburg sind. Leute, im Laufe des Videos werdet ihr auf jeden Fall verstehen, warum wir hier sind, was wir vorhaben. Vielleicht haben die meisten es schon verstanden. Ich bin bei meinem Lieblingsanzugsladen, Buggyman. Und wir werden noch diverse andere Läden besuchen, denn wir haben heute was Wichtiges vor. Wir machen heute die Vorarbeit. Wir suchen mir einige Sachen raus. Im Laufe des Videos werde ich euch aber auch nochmal genauer erklären, Leute, warum es so früh schon dazu gekommen ist, ja, warum ich diesen Step wieder eingehe. Ja, es ist wirklich, ja, also ich weiß nicht, soll man es jetzt Zufall nennen, Schicksal? Genau ein Jahr, es ist jetzt her. Wir gehen wieder in Ramadan rein. Und dasselbe Spiel beginnt von vorne, aber das ist das Leben, Leute. Das Leben geht weiter, ich würde mal sagen. Wir labern nicht viel rum. Wie gesagt, im Laufe des Videos, ich erkläre euch noch ein bisschen. Wir gehen jetzt erstmal, komm mit Bezge, wir gehen zu unserem Anzugsladen, Buggyman. Wir benötigen nämlich einen Anzug. Was für ein Anzug und wofür, das erfahrt ihr gleich. Leute, wir sind heute hier, ihr wisst, meine Nummer 1, ja, in ganz Deutschland, nicht Duisburg, in ganz Deutschland. Hier hole ich meine Anzüge, ich weiß nicht, beim letzten Mal hatte ich nicht so viel Glück, aber vielleicht dieses Mal. Schau. Bruder, ich brauche von dir zwei Anzüge. Ich brauche erstmal was für, sage ich mal, Verlobung mäßig. Einen davor, wieder so eine Farbe, die auffällig ist. Mhm. Und dann brauche ich was Knalliges, irgendwas wieder, was du einliefern lässt aus Milano, ja. Irgendwas, wo ich reinhauen muss, Bruder. Ja, dieses Mal übertreiben wir, auf Brabus wieder. Wir hauen wieder auf der Kleine nochmal. Letztes Jahr, ich weiß noch, da hatte ich auf jeden Fall dunkelblau. Dunkelblau, ich glaube, das passt mir auch gar nicht mehr, aber werde ich auch nicht wieder anziehen. Doppelt, nein. Danach hatte ich noch einen so in weiß noch braune Hose, beige Jacke. Genau. Den hatte ich auch danach an. Kombination gemacht für dich. Und jetzt würde ich sagen, wieder so beige, aber komplett beige. Also, ich zeig dir mal ein, komm mal mit. Das ist aber auch cool, ne? Grün? Was sagst du dazu? Auch sehr gefragt, aber. Das sehen auch so viele, ich weiß nicht so, das sehe ich bei vielen Marokkanern, weißt du? So mit brauner Haut, das knallt richtig. Für Standesamt sehr gefragt. Für Standesamt? Ja, wenn es soweit ist. Kann man sich das überlegen. Ich überlege gerade, soll ich eher so schon ein bisschen dunkler, so schlicht oder was Helles? Meiner Meinung nach, ich würde sagen, zieh sowas an. Oh. Nice. Oh, 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 oh. Gebrannt, stell dir vor. Seht ihr mich da drin? Ist schon cool, ne? Kommt schon sehr nice. Oder du hast die Ahnung, ich habe Leute, gar keine Ahnung. Oder mein Gewicht ist momentan 85 Kilo, ich bin wieder runter. Dann, ne? Ja, ich war bei 80. Ehrlich? Wieder ein bisschen hoch, Bruder, Fresskicks bekommen. Aber ja, ich glaube, du kennst meine Größe sonst so. Bruder, sobald diese Haare geglättet sind und diesen Haarschen von vor 2 Jahren haben, gelegt nach hinten, da bin ich raus. Ja? Dann ist vorbei. Wir haben jetzt erstmal Hose, Hemd, so Stani, ne? Hose hier, passt, Bruder, wie eine 1. Okay. Brauchst du keinen Gürtel, nicht zu eng. Schuhe, braun, ja. Normalerweise ist es auch schöner für die Veranstaltung. Normalerweise finde ich auch schöner ohne Krawatte und alles. Ja. Weil wir sind Gensch, Bruder. Wir sind. Aber für diese Veranstaltung sollte man schon einmal so ein bisschen feiner sich anziehen. Meinst du? So ein bisschen so ja, klar. Ja, hast du recht, Bruder. Und dann auf dem Nachhauseweg so diese Krawatte. Ach, wegschmeißen. Also ich muss sagen, Leute, die Schuhe kommen jetzt eine Nummer größer, die waren ein bisschen zu eng. Aber man kann sich das schon vorstellen, bildlich, ne, mit braunen Schuhen. So, sieht schon Max aus, ne? Was hast du gemacht, Mann? Wallah, Max. Bruder, was hast du angestellt schon wieder? Max. Sag jetzt, soll ich eine heran oder vier? Jetzt sag du, soll ich an dem Tag zu 4 Frauen gehen oder soll ich nur zu einer? Super Kombi auf jeden Fall. Ja, ich mag's. Das kann man machen, ja. Wie die Match mit den Schuhen. Ich würde den so mitnehmen, safe. Oder die Schuhe. Guck mal, ich hab 43, ich weiß, was ich gerade anhabe. Ich fühle mich gerade wie eine Frau bei GNTM. Jüpfis Topmodel. 41 da. Du musst kurz ein bisschen drücken, aber besorg ich dir. Ja, wir warten auf die anderen. Deswegen wundert euch nicht, warum ich gerade so gehe, Leute. Aber Walla, das sieht echt krass aus, ja. Ne? Ich mag's. Kann man machen, ne? Walla, ich mag's. Diese Krawatte mit den Schuhen, diese Detail. Ich muss ein Spiegel gehen. Okay, Friends, wir wurden gerade unterbrochen, ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei Alenoa, beim Juwelier, wo ich auch früher war, wo wir unsere Ringe rausgesucht haben, ja. Heute wieder mit ein bisschen Verstärkung. Wir haben unseren Bruder dabei. Salam alaikum. Alaikum salam. Bruder, du hast mir auch letztes Jahr geholfen. Immer, Bruder, bei sowas bin ich immer am Start. Anzug haben wir jetzt schon? Anzug haben Buggy wir schon. Man? Buggy Man. Wir müssen Ringe raussuchen. Jetzt Ring. Ja? Alenoa, einzig wahre Adresse, Bruder. Hier fehlt was. Ich weiß. Und dieses Mal wir müssen ein bisschen toppen. Das heißt, du musst ein bisschen helfen. Das muss einmal verkauft werden. Diese Geld. Nein, Spaß, komm, wir gehen rein. Wie kann die Küste mit Glaspanorama? Nur
hab alles gebunkert im Suitcase. Am Tag ist sie Engel und nachts wird sie teuflisch. Ich glaube, das nennt man Two-Face. Riese, Bruder, ist klar? Ist gut, Kram, wie geht's dir? Wir sehen uns leider früher, ja, früher wie gedacht. Ja. Falls du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich, ja. Das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her. Genau, ein Jahr. Ungefähr ein Jahr, kann man sagen. Brudi, wir brauchen, falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich glaube nicht, wir brauchen. Doch, du hast es, ja, klar. Du hast es, natürlich, natürlich. Ich brauche wieder Verlobungsringe und ein, ja, ich sag jetzt mal Antragsring. Antragsring. Also drei Ringe. Okay. Du weißt, was du mir früher gegeben hast. Genau. Ja, dieses Mal. Müssen wir toppen, Bruder. Ja, was Neues. Toppen wir das? Ja. Okay. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Antragsring an. Okay. Okay. Und danach, dementsprechend, können wir dann die Verlobungsringe anpassen. Ja, okay. Okay? Ja, safe. Wir haben letztes Mal, glaube ich, war das ein Brillant dir verkauft. Ja. Mhm. Runden Stein. Mhm. Ja. Ich glaube, das war. Bruder, ja, das ist. Zu klein. Das ist Cheddar, Bruder. Das kann er ihr schenken, wenn sie mal was richtig Schönes gekocht hat oder so, hä? Bruder, ja, das also ist zum Mittagessen. Der kann schenkt das zum Netflix-Abend, Bruder, ja? Bruder, das ist. Der kostet ungefähr 2000 Euro. Bruder, ist immer von der Frau abhängig, ne? Ein Video am Montag ist das drin. Nee, für die Leute auch, dass sie mal verstehen, letztes Mal gab es einen runden Stein, ja, einen brillanten. Ja. Und diesmal würde ich sagen, nehmen wir etwas Schöneres, etwas Größeres. Bruder, guck mal, ich sag dir ehrlich, ne? Das ist auch immer so ein bisschen abhängig von der Frau. So, mal ist die Frau bescheiden, mal weniger. Ich sag dir so, wie es ist, letzten Endes. Das, was der Frau gefällt, das machen wir. Aber ich sag dir ehrlich, jetzt so, sie hat keine hohen, sage ich mal, Ansprüche. Aber ich will dennoch trotzdem was Krasseres geben. Soll schon was Schönes sein und soll dem nicht ähneln, dem Ring. Ich finde, bei sowas muss schon dezent, das muss Klasse haben. Bisschen. Ja, ja, ja. Das ja. Soll nicht direkt ins Auge. Du weißt, ich zeige euch gleich was, weil ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall keinen runden Stein mehr. Etwas was anderes, etwas Neues. Richtig, du? Richtig. Damit du was Neues hast. Richtig. Was ein Neuanfang mäßig. Okay. Ja, ich zeig dir mal was ungefähr, in welches Richtung geht. Das wäre der hier. Das ist ein Einkaräter, eckiger Stein. Radiant heißt der. Ja. GIA Certified. Also ich muss sagen, der sieht jetzt nicht so groß aus, aber irgendwie. Der ist speziell. Der ist speziell, hat ja. Auch nicht jeder. Ist einzigartiger Ring. Weil heutzutage die Antragsringe alle rund sind, die Brillanten. Verstehst du? Der hat schon irgendwas so. Der sticht schon krass raus. Guck mal, Leute. Also, was sagt ihr mir jetzt? Würde man sich als Frau darüber freuen? Ich guck mal einfach. 6.300, also wenn du dich darüber nicht freust, dann kriegt den jemand 6.300. Weißt du? Erste, Bruder, Wallabach. Der hat übertrieben, der wird's dann. Wenn eine 5 davor ist, eine 5 muss davor sein. Okay. Und der Espresso geht auf dich. Und der Espresso geht auf dich. Ey, du machst schon. Okay, da haben wir schon mal den Antragsring erledigt. Bruder, ich weiß, du hast mir auf jeden Fall, guck mal, meiner war ganz bescheiden. Bei mir ist das voll egal. Ich kann nicht mal seinen Ring so lange tragen. Ich krieg irgendwie einen Tick, Bruder. Mach mir also wieder so Weißgold. Hier, das sind so diese Ringe zum Beispiel. Weißt du warum? Boah, Bruder, die hast du vor einem Jahr nicht, ne? Nee, das ist ganz neu reingekommen bei uns. Was? Den können wir dann für dich. Der sieht wild aus, aber Gold dazu? Meinst du? So Frau, Mann, Gold? Frau Gold. Also ja, das aber. Das ist ein Modell, aber die Frau, in diesem Fall wollte die Frau etwas Goldenes. Okay, und der Mann Weißgold. Ja? Aber wir können die Farbe anpassen, ist ja kein Problem. Ich muss dir auf jeden Fall mal fragen, aber sagst du so, dass, also das geht, ne? Das geht, natürlich. Da geht das. Ich dachte mal, Farben müssen gleich sein. Nein, muss nicht. Nein, geht. Guck mal, wer es gefilmt das mal. Man muss sagen, hier ist das Krasse, das sieht man von vorne. Da sind Brillanten eingefasst. Darauf, das gefällt dir den Frauen, ne? Und dann hier oben nochmal so, was ist das denn? Reingraviert oder Stein? Was ist das? Nee, das sind selber Optik, Bruder. Ein Muster. Genau. Boah, ist schon cool, ne? Und dann, das sind massive Ringe, wie du sprichst. Ach, warte mal. Aber meine hat keine Steine, aber dieses genau. Eingraviert, okay. Genau. Nee, ist cool. Das ist, ja. Also Leute, könnt ihr auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was würde cooler aussehen. So, das ist jetzt Weißgold, ne, mit Gold. Also halt diese Farben. Und das für die Frau. Oder sollte das auch in Weißgold sein? Ist beides schön. Also, beides schön, Geschmackssache. Ich finde halt nur eher, dass Weißgold jetzt besser zu ihrem Antragsring passen würde. Ja, das ist ja auch nur ein Beispiel. Aber so vom Modell her ist es cool. Ist das aktuellste Modell. Also die Ringe hätten wir soweit schon mal, ja. Ich brauche noch was sehr, sehr Wichtiges. Das hast du ja auch, Leute. Jede Frau möchte Gold. Das ist unsere Tradition. Da kommst du leider nicht drum rum. Ich brauche wieder von dir diese Blazik. Ich brauche diese Jumelette, diese Runde. Dafür müssen wir in unseren zweiten Laden. Weil okay. Dieser Laden ist nur für Verlobungsringe und Trauringe über Diamanten. Können wir rübergehen? Wir gehen jetzt ja, komm. Rüber. Dann schauen wir uns an und danach machen wir alles fertig, ja? Leute, ich mache bald eigene Goldladen kaufen. Ich habe Albträume davon. Aber ich sage euch ehrlich, was soll ich jetzt sagen? Das so, nur, Bruder. Nein, nur weil jetzt du eine schlechte Erfahrung hattest, heißt es jetzt nicht, dass dein nächster Partner oder wer auch immer darunter leiden muss über deine Vergangenheit, ne, weil du etwas schlecht erlebt hast. Das ist auch immer von Menschen abhängig. Aber ich sag dir so, wie es ist. Jede Frau hat dasselbe verdient. Vor allem die neue Frau hat mehr verdient. Was soll ich dir sagen? Geld kommt, Geld geht. Hauptsache, die Frau ist glücklich, weil ist die Frau glücklich, dann bist du glücklich. Was soll ich dir sagen, Bruder? Es soll jetzt nicht an ein paar, keine Ahnung, Gramm Gold liegen und ein bisschen hier. Auch wenn wir später ein bisschen bluten werden aus den Hosentaschen, aber egal. Wir haben unseren Bruder hier, der macht das schon. Freunde, ich hoffe sehr, dass die Frauenseite und die Eltern sich dieses Mal sehr darum bemüht haben, um den ganzen Chase. Das ist nicht wieder so.
Viel Spaß. Cherries ist Maximum. Okay, jetzt kommt der Part mit dem Gold, ja. Da kommen wir nicht drum rum. Was auf jeden Fall Standard ist, guck mal, das, was ich brauche, ist. Ich glaube, das sind die mittleren, ne? Genau, Tomaten. Wir nehmen davon so, wie viele braucht man? 15, 20? Einmal. Also, ich würde sagen, wenn wir eine 2-Meter-Kette anfertigen. Ja, einmal so, dieses hier drumrum. Genau, drumrum. Ne, von oben ist 2 Meter. Ja. Dann würde ich sagen, 10, 15 Stück. Ja, mindestens so 15. Ja. Also, auf jeden Fall das. Genau. Und dann brauchen wir diese Armreifen. Ich würde sagen, 30 Gramm. Hier? Ja. Wo du mal wieder sieht, nennen sie es, weißt du ja. 30 Gramm, 10 Stück. Ja, aber die Anzahl gucken wir doch. Ja, ja. Ja, sowas in die Richtung soll es auf jeden Fall gehen. Hast du was für Handanhalten? So, ich habe damals so was Kleines gegeben mit Kette. Hast du irgendwas, so Armreifen, so was Schickes? Was Schönes? So ein Geschenk, so, genau. Was sie anziehen kann, so, weißt du? Ja, ja, der ist schön, der ist die schön. Münze, 22 Karat. Oh, der ist schön. Das Gute bei sowas ist, Leute, das sind auch immer Wertanlagen. Ne? Ihr kauft euch zum Beispiel Armreifen von, ich will jetzt keine Marken nennen, aber ihr kennt diese ganzen Marken, ne? Mit Silber, was auch immer, wo dann Steine drauf sind. Und das sind alles keine Wertanlagen. Ihr verliert sofort Hälfte an Wert, aber bei sowas, ihr könnt noch an Wert gewinnen. Deswegen lohnt sich auch sowas zu holen immer. Okay, das sieht schön aus als Geschenk. Was ist das, Bruder? Willst du, dass ich heute pleite werde? Ist, Das habe ich rausgeholt, so, dass du vielleicht einen Tag davon an im Bruder, sieht schön aus. Bei wie viel liegen wir denn hier? Bei welchem denn? Ich sag mal den. Schau mal kurz. Hier bist du bei 7500. Ja, und da muss ich sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute im Santiago Bernabéu. Das ist ein Passat. Der ist schön. Der ist schön, ja. Der ist schön. Der ist momentan sehr trend, sehr aktuell. Mhm. Und wenn der günstiger ist, ist er noch schöner. Dann gefällt er mir richtig. Der liegt bei 6875. Mhm. Ja. So schön ist er doch nicht mehr. Wenn wir die Tage, Leute, die Ringe raussuchen, ja, also die bestimmte Farbe, werden wir auch hier das Finale machen, werde ich euch wieder mitnehmen. Dann werden wir uns entscheiden, was wir nehmen. Aber so ungefähr ist es klar. Einmal rum um den Körper, Geschenk, ne? Friends, jetzt sind wir im letzten Laden angelangt, ja. Gleich schließt auch hier schon so gut wie alles. Wir sind bei Mia Sposa. Ich suche natürlich die Brautkleider nicht aus, aber ich muss hier ein paar gewisse Dinge abklären und schon mal nachfragen, weil diese Kleider sind, ja, oben komplett frei. Das geht natürlich nicht. Wir werden das anfertigen lassen, ja. Das muss natürlich, also du hast gesagt, ihr könnt das so machen. Natürlich habt ihr auch Kleider, die sind nicht durchsichtig. Ihr könnt das hier oben alles zumachen. Richtig, wir können alles nach euren Wünschen, Maßen, wird alles extra für euch angefertigt. Heißt, das Kleid kommt dann genau, wie ihr das haben möchtet. Aber macht ihr das hier oder in der Türkei? Sowohl als auch, aber eigentlich in der Türkei wird das hergestellt. Okay, wenn ihr das jetzt in der Türkei macht, sorry, ich unterbreche, also wie lange dauert das, bis das... Circa 3 Wochen. Sehr gut, sehr gut, das wollte ich wissen. Weil Leute, ihr müsst wissen, ungefähr wie auch beim letzten Mal, natürlich wird alles wieder bedeckt sein, man darf nur die Augen sehen, mehr wird man nicht sehen, also sollte schon komplett hier alles zu sein, das darf auch nicht so durchsichtig sein, dass ihr jetzt nicht unbedingt aufpassen muss, okay, darunter muss ich auch das und das tragen, wird auch bestimmt dann warm sein, weil das sind schöne Kleider, aber es ist dann schwierig natürlich was zu finden, was einen komplett bedeckt, ne? Sie kann dann hier kommen mit ihrer Mutter, ne, und dann guckt ihr einfach, was ihr gefällt. Und das Wichtigste ist, dass wir schon mal sowas abklären, okay, alles muss zu sein, weil ich bin mir sicher, da werden wieder Bilder gemacht und irgendwas wird gelegt und das ich am meisten ab, Leute. Das ist auf jeden Fall so das Erste, was man machen muss. Aber hätten wir das auch, okay. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was, keine Ahnung, was ihr so schön findet. Ja, super, sehr gut. Danke dir auf jeden Fall. Okay, Friends, ich glaube, das war's mit dem Video, ja. Unseren Anzug haben wir. In den nächsten Tagen holen wir die Ringe, das Gold ab. Ja, Mann, das wär's dann. Was soll ich noch sagen, Digga? Mr. Getz, schon mal danke an all die lieben Nachrichten und auch danke an die ganzen Hassnachrichten, die Fake-Accounts, die auf TikTok rumkommentieren werden, was auch immer. Och, ich weiß schon, was auf mich zukommen wird. Aber Leute, auf ein neues, auf ein besseres Jahr, inshallah. Was soll ich sagen? Man muss es wieder versuchen, man muss das Ganze positiv sehen. Aus Fehlern kann man nur lernen und wachsen. In dem Sinne, lieber, wie gesagt, droppe ich das Video selber, weil ich habe auch heute schon mitbekommen, so viele haben Bilder gemacht. Es gibt keine Privatsphäre mehr. Ich weiß, auch wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, ich muss damit rechnen. Aber trotzdem ist es traurig. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt irgendwelche Sachen rumgeschickt werden. Das war's mit dem Video. I love you, Leute. Pass auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.